komisch aus, ist er auch. Das liegt an seiner Uniform. Eine Uniform ist Kleidung, die alle Polizisten tragen, damit sie gleich aussehen. Müssen sie auch, denn sonst würde der eine Polizist auf die Kleidung des anderen Polizisten neidisch sein und ihn mit seinem Knüppel hauen. Die Polizisten hauen nämlich gerne mit ihren Knüppeln, und weil sie alle Uniformen tragen, haben sie keinen Grund, sich gegenseitig zu hauen, da hauen sie lieber ein paar Demonstranten. Demonstranten sind Leute, die irgendetwas nicht mögen und dann auf die Straße gehen und das auch sagen. Und weil das, was die Demonstranten nicht mögen, meistens etwas ist, was der Staat gemacht hat, schickt er die Polizisten los, um die Demonstranten zu verhauen. Der Staat mag es nämlich nicht gerne, wenn man etwas gegen ihn sagt, und den Polizisten ist es ja sowieso egal, wen sie hauen, Hauptsache das Blut spritzt richtig schön hoch. Dann sind die Polizisten gar nicht mehr so komisch, denn das Blut hat ihre Uniformen dreckig gemacht. Und weil sie dann wütend werden, verhaften sie einfach den Demonstranten, von wem das Blut ist, und bringen ihn zu einem Richter. Und was ein Richter ist und warum er gerne mit seinem Hammer haut, das erzähle ich euch beim nächsten Mal.